hallo liebe Unicat-Freunde, es geht wieder los. Ostertour 2011. Die große Rhone erwartet uns. Ja, leider haben wir noch jetzt 277 Kilometer, also ja, weiß man, 2,5-3 Stunden Fahrt. Aber hier, der Energy Drink, der hilft uns dabei, die Strecke durchzustehen. Gleich machen wir zuerst mal Rast, müssen mal tanken, trinken gemütlichen Käffchen. Und ja, ich bin morgen mal gespannt, was uns erwartet. Wir haben 9 Nächte Zeit. Ich hoffe auf einen großen Fisch oder auch mehrere große Fische. Wir wollen ein bisschen was ausprobieren. Mal schauen, was geht. Ich lade euch ein. Der Rudi ist auch mit dabei, der filmt gerade. Und hoffentlich werden wir Spaß haben. Ich melde mich wieder, sobald was passiert. Hallo Thomas, was machst du denn hier? Ja, hallo. Hallo. Sag ich euch auch. Ja. Gehst du fischen? Ja, ich gehe auch fischen. Das ist aber mein Zufall hier. Ja. Mensch, ich dachte, hier steht er fast auf der Autobahn. Aber ja. Ich glaube, wenn man Gas geben, so 135 geht schon, aber. Aber dann ist Schluss. Ne? Ja. Bin ich wieder ganz nervös. So, wir haben noch 40 Kilometer bis zum Ziel. Und ja, ich will euch einfach mal hier meinen Mitfahrer vorstellen, beziehungsweise er kann sich selber vorstellen. Ja, hallo, ich bin der Rudi. Das ist meine erste Wallatour mit dem Carsten oder überhaupt, also meine erste Wallatour. Und ich bin guter Dinge, dass da was funktioniert. Der Rudi, muss man dazu sagen, er kommt auch aus der Angelbranche. Er ist nämlich Azubi bei Pure Fishing, genau, und guckt sich diese Woche mal an, wie ein ordentliches Wells-Sortiment auszusehen hat. Ich komme eigentlich aus dem Karpfensektor. Ist alles noch Neuland. Das wird schon, das wird schon. So, haben wir den ersten Klopfwalli gefangen. Hier mit der Pokerface. Und die lassen wir gleich sausen. Ich hoffe, sie werden noch größer. Und tschüss, weiter geht's. Rudis erster. Yeah! Da ist er. Erster Waller. Süß. Yeah. So, wir hatten jetzt eben eine Drift gemacht, 2 Fische gefangen. Wir hatten einige Bisse, waren zwar nur kleine Wells, aber für die Mittagszeit macht das auch mal ganz viel Spaß. Wir fahren jetzt genau dieselbe Strecke nochmal ab, beziehungsweise lassen uns treiben. Und sobald irgendetwas passiert, ist die Kamera auch wieder mit am Start. Jetzt lasse ich zuerst mal wieder den Köder runter hier. Einfach so ein Klopfblei, da habe ich so einen Oktopus drüber gezogen. Oben unten einen starken Stopper. Die Toughline-Stops von uns eignen sich da sehr gut. Und unten kommen einfach so 3-4 Würmer drauf. Da spielt er ganz schön im Wasser. Ich kann das auch mal demonstrieren. Man sieht's. Die Fransen, die locken zwar, aber das Wichtigste sind wirklich die Würmer, das ist der Köder. Wenn der fehlt, da beißt nichts mehr. Ja, das lassen wir jetzt runter auf Grund, ziehen es wieder so einen Meter drüber, beobachten das Echolot. Wenn die Fische hoch steigen, ziehen wir den Köder natürlich auch höher. Und zwischendurch immer mal wieder klopfen. Los geht's. So, der Köder ist auf Grund, ich ziehe ihn etwas höher. Ich stelle dann das Echolot ein. Und dann ist mir zu empfindlich. Ich fahre die Empfindlichkeit herunter und schon sieht man dann die Köderlinie. Ich lasse ihn jetzt noch etwas runter. Hier sieht man es. Ist jetzt knapp über Grund. Kommt natürlich auch das Wallerholz zum Einsatz. Immer so Serien machen, 5-6 Mal schlagen. Und beobachten, wenn es gut läuft, auch fangen. Ne? Das Klopfen mache ich normalerweise nicht allzu häufig, aber für die Mittagszeit ist das ja eine willkommene Abwechslung. Man kann immer noch den einen oder anderen Bonusfisch fangen.
Als Routen verwenden wir die Unicat Insider und die Pokerface. Das sind relativ leichte Stöckchen, da macht auch mal noch ein Meterwels ein bisschen Spaß. Dran am Köder. Kommt denn nochmal? Gerade ein großes Echo. Relativ groß. Kann auch ein kleiner Fisch gewesen sein, auf jeden Fall. Auf jeden Fall hat er Interesse, da kommt er wieder. Da kommt er wieder. Geht höher. Vielleicht zu hoch. Hochgestiegen. Dreht wieder ab. Aquana Fischki. Da ist er. Kleiner Übeltäter hier. Aber direkt wieder drin. Bring die Oma. Der Rudi beim Klopfen. Aus Quid Octopus Rig. So, Rudi, der erste für diesen Tag. Entschuldigung. Ja, der zweite Klopfwalli, diesmal ein bisschen besser. Es wird. Kleiner Mann. Dann machen wir jetzt mal weiter. Weiter geht's. Selber wieder schwimmen. Motorsport pur hier. Ja, was gibt's sonst noch? Neben dem geilen Sound ist es mal ziemlich kalt. Es zieht so ein bisschen, nachdem ja den ganzen Tag der Planet ziemlich heftig runtergeschienen hat. Werden wir jetzt ein bisschen abgekühlt hier. Mal gespannt, es sieht auch so ein bisschen nach Regen aus. Ich weiß nicht, ob was kommt. Wenn nicht, wir haben einen Schirm. Die Ruten liegen alle. 6 Ruten mit Rutenködern sind draußen. Und wenn nicht alles schief läuft, müsste der ein oder andere Fisch die Nacht auch den Weg zu uns finden. Mal schauen. Nachdem der erste Fisch leider ausgestiegen ist, hängt der zweite nun. Yeah. Das ist sogar noch im Maul. Ja, hallo. Nachdem ich heute meinen ersten Waller fangen konnte, konnte ich gerade eben einen neuen PB aufstellen, meinen zweiten Waller für mich. 1 Meter. Das war 7 und 50, ne? Nein, 47, ja. 1,47 Meter. Ein wunderschöner, schleimiger Fisch. So, der Carsten bekommt gerade einen Biss auf die eine Rute. Und der Fisch hängt. Ja, die Rute, wo wir noch extra die Schnur verlängern mussten. Sie ist über 200 Meter weit gelegt worden. Jetzt ist wohl ein guter dran.
So, jetzt haben wir wieder die Hauptschnur. Das sind nur noch 200 Meter. Denkst du, es geht so? Ohne Brot? Nee, ich glaube nicht. Das ist noch Brot. Viele Kanten, das, so, das kann. Kein Problem, der kommt auf uns zu. Wirklich eine Option jetzt. Ja. Haben wir am Boot. Gleich fängt der Tanz an. Warlock. Und dann kommt der hoch. Da ist er. Ein Monster. So, liebe Freunde, hier haben wir ihn. Den Rassenschlürfer. Er hat auf die Long-Distance-Route gebissen, mit 200 Meter Entfernung. Und 1,95 hat er, relativ gut genährt. War auch ein schöner Drill. Jetzt darf der Junge wieder schwimmen, wenn wir wollen weiter an. Weiter geht's.